Draußen braucht jemand Hilfe, beeilen Sie sich! Shelby! Shelby! Kommen Sie! Mann! Was ist los? Jemand hat versucht, meine Kinder zu erschießen. Da ist Blut, überall Blut! Judy, Notaufnahme sieht schlimm aus. Ich bin von der Hupe nicht mehr runtergekommen, weil ich Hilfe holen wollte. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte meine Beine nicht bewegen. Was ist passiert? Die Kinder wurden angeschossen. Vielleicht ist er da. Vielleicht ist er uns gefolgt. Wo ist denn die Polizei? Wieso hilft uns denn niemand? Sagen Sie vielleicht Bescheid. Wir brauchen einen Lungenspezialisten. Shauna! Warum holt ihr Shauna nicht raus? Kümmern Sie sich um meine Kleine. Sie ist vorne, sie hat sich nicht mehr gerührt. Blut lief dauernd aus ihrem Mund heraus. Ich konnte ihr nicht helfen. Sie kriegte keine Luft. Es war so als... Oh mein Gott, überall Blut. Der Kerl, der das getan hat, rennt noch da draußen rum. Nein, ich weiß nicht, wo es passiert ist. Sie sagt, es sei auf einer Landstraße gewesen. Sie spricht immer davon, dass er mal herkommen könnte. Ich muss mit meinen Eltern sprechen. Ich spreche gerade. Ich spreche mit der Polizei. Einen Moment. Die Polizei will genau wissen, wie es passiert ist. Irgendjemand hat auf meine Kinder geschossen. Auf der Old Mohawk Road. Plötzlich stand er da. Hören Sie? Auf der Straße, es war dunkel und meine Kinder... Jemand stand mitten auf der Straße und hielt das Auto an. Die Kinder sind alles, was ich noch habe. Bleiben Sie bitte dran. Halt, Sie dürfen da nicht reingehen. Die Ärzte tun alles, was sie aber können. Wenn Sie wach werden. Oh, mein Arm. Tut mir leid. Ich will bei Ihnen sein, wenn Sie aufwachen. Sie versuchen Sie, sich zu beruhigen. Sobald die Ärzte etwas Neues wissen, werden sie es Ihnen sagen. Er hat auf meine Kinder geschossen. Immer wieder hat er auf sie gezielt. Ich höre die Schüsse noch. Dann schoss er auf mich. Ich bin keine Krankenschwester, aber ich werde Ihre Wunde wenigstens desinfizieren. Ich sehe immer noch das Blut. Ich höre noch Robbie leise auf dem Rücksitz wimmern. Ich sagte ihm andauernd, versuch zu schlafen. Shauna war da ganz anders. Sie gab keinen Laut von sich. Ihr habe ich immer gesagt, wach auf, Shauna. Karen röchelte vor sich hin. Shauna gab keinen Laut von sich. Sie gab keinen Laut von sich. Kommen Sie mit mir. Fassen Sie gar nicht meinen Arm an. Um den werden wir uns jetzt kümmern. Ich will lieber... Sie dürfen da nicht Ich will aber meine Kinder sehen. Sie kümmern sich um Ihre Kinder. Kommen Sie jetzt mit mir. Die Shauna. Kleine, komm schon. Aufhören. Absaugen. Nicht doch, Kleine. Weitermachen. Die Kinder will ich nicht mehr leben, Mom. Das Leben hätte für mich keinen Sinn. Mach dir doch keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Wir haben hier ausgezeichnete Ärzte. Es tut mir leid, aber Sie müssten das hier auch nicht. Geben Sie es mir. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin Detective Doug Welch. Das ist mein Partner, Detective Martin Leck. Hallo. Auch wenn es Ihnen schwerfallen wird, wir müssen Ihnen leider ein paar Fragen stellen. Wir brauchen eine genaue Ortsbezeichnung. Der Täter könnte noch dort sein. Wir müssen die Straßen absperren. Ich möchte meine Kinder sehen. Warum kann ich nicht zu Ihnen? Die Ärzte tun alles, was in ihrer Macht liegt. Sie müssen uns zeigen, wo es passiert ist. Ja, aber mein Arm tut weh und ich habe noch nicht einmal meine Kinder gesehen. Wir wollen den Kerl finden, aber Sie sind die Einzige, die uns dabei helfen kann. Wir sind über Funk zu erreichen, wenn was mit den Kindern ist. Ich muss zu den Kindern, dass wir sie sofort zurückbringen. Während Sie da drin um Ihr Leben kämpfen, kann ich gar nichts, aber auch gar nichts für Sie tun. Aber Sie können uns bei der Suche nach dem Kerl helfen. Ja. Ich bin Ihr Vater. Komm, wir gehen. Daddy. Darüber. Ist mein Wagen okay? Ihr Wagen? Ist nagelneu. Ich hoffe, dass keine Einschusslöcher drin sind. Ihr Wagen ist jetzt nicht so wichtig. Ich wollte ihn ihm nicht geben. Ich habe ihn gerade erst bekommen. Da kommt jede Hilfe zu spät. Es darf nicht aus sein. Es darf nicht aus sein. Shelby, sie war schon tot, als Sie sie hereingebracht haben. Wir haben nichts mehr tun können.
den beiden anderen? Ich weiß nicht, ob sie überleben. Weiterfahren. Darüber. Wenn ich mir überlege, wie der Tag heute begonnen hat, es war so wie immer. Ich habe die Kinder zu meiner Mutter gebracht, zum Frühstück. Von da aus sind Karen und Shauna zusammen zur Schule gegangen. Robbie blieb den ganzen Tag bei meiner Mutter, jeden Tag. Wir sind dann nach einer Weile dort wieder weggefahren und kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Die Kinder sind ganz wild darauf. Sie sehen sich gerne die Gegend an. Die Bäume, Wasserfälle. Vor allem im Winter, wenn alles verschneit ist. Nach einer Weile sah ich, dass die Kinder eingeschlafen waren. Ich will das Auto. Ach, das kann nicht Ihr Ernst sein. Doch. Sind Sie verrückt? Tun Sie meinen Kindern nicht. Nein! Mami, Mami! Nein! Ich will den Wagen. Verschwinden Sie! Du willst meinen Wagen? Na los, hol dir die Schlüssel! Meinen Kindern. Es darf ihnen nichts passieren. Ich bin einfach gefahren. Ohne Unterbrechung. Ich sagte nur in einer Tour vor mich hin. Ich will nicht, dass ihnen was passiert. Ich will nicht, dass meine Kinder leiden. So fuhr ich einfach weiter und immer weiter. Ich fuhr so schnell, wie ich konnte. Können wir bitte fahren? Ich möchte meine Kinder sehen. Es ging leider nicht schneller. Das ist der venöse Zugang. Wir brauchen eine Thoraxdrainage. Sie hat schon sehr viel Blut verloren. Wir müssen uns beeilen. Bringt sie sofort in den OP. Braver Junge. Geschafft. Er atmet jetzt schon leichter. Braver Junge. So ist es richtig. Du bist ein braver Junge. Mach genauso weiter. Frank Joziak. Nein, nein. Ich fahr gleich noch hin. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Auf drei Kinder und eine Frau wurde geschossen. Oh nein. Man weiß noch nichts Näheres. Nur, dass ein Kind schon tot ist. Der Oberstaatsanwalt hat mir den Fall übertragen. Ich soll ins Krankenhaus kommen. Das muss ja furchtbar für die Frau sein und erst für die Kinder. Du brauchst nicht aufzustehen. Ich gehe. Schlaf weiter. Mhm. Okay. Wer hat es denn getan? Weiß man schon was? Der Vater vielleicht? Ich rufe dich an. Das
Das ist mein erster Mordfall. Ich bin natürlich etwas nervös. Das wird sich bald legen. Wir werden uns so reinhängen müssen, dass wir gar keine Zeit für Nervosität haben werden. Sie können Ihre Mordfälle sicher nicht mehr zählen. Irrtum. Das ist auch mein erster. Nein, nicht meine Shauna. Was soll ich nur ohne Shauna machen? Es tut mir aufrichtig leid. Wir konnten nichts mehr für Sie tun. Sie war schon tot, als Sie mit ihr hier ankam. Sind Sie sicher, dass es Shauna ist? Ihr Vater hat sie identifiziert. Er sagte, es wäre Shauna. Und was ist mit Karen? Ihre Verfassung ist noch kritisch. Sie muss jeden Augenblick aus dem Operationssaal herauskommen. Wissen Sie, ob ihr Gehirn etwas abbekommen hat? Ich möchte nicht, dass Sie um ihr Leben kämpfen, wenn sie hinterher doch nur dahin vegetieren muss. Ohne Verstand. Nein. Nein, es gibt keine Anzeichen für irgendeine Hirnverletzung. Robbys Zustand hat sich stabilisiert. Die Kugel hat unglücklicherweise die Wirbelsäule getroffen. Sie verfehlte aber sein Herz? Ja. Ach. Shauna war in der Familie die Leichtathletin. Ich werde dafür sorgen, dass sich jemand um ihren Arm kümmert. Danke. Vielen Dank. Werde ich morgen wieder arbeiten können? Ich habe die Arbeit erst seit kurzem. Es ist sehr wichtig für mich. Okay, aufmachen. Schließen. Gut. Ihr Arm ist zwar gebrochen, aber die Nerven und Sehnen sind in Ordnung. Oh, tut das weh. Zur Kräftigung Ihres Armes müssen wir ihn in ein paar Wochen operieren. Blutdruck, Puls und so weiter sind in Ordnung. Ich werde bei meiner Mutter wohnen. Ein paar Tage müssen Sie aber schon hier bleiben. Oh, ich habe aber Angst. Ihr Zimmer wird von der Polizei bewacht. Sie werden nirgendwo sicherer sein. Sagen Sie bitte nichts meinem Vater davon. Ihrem Vater? Von der Tätowierung. Mein Vater würde mich umbringen, wenn er das erfährt. Wir haben gestern Ihre Wohnung von oben bis unten durchsucht. Sie ist erst vor ein paar Monaten von Idaho hierher gezogen. Wir haben das Gewehr und den 38er gefunden, den sie erwähnt hat. Was sagen die Ballistiker? Sie sind ziemlich sicher, dass es sich um eine 22er Halbautomatik handelt mit einem Ladestreifenmagazin. Wir gehen alle Berichte durch, ob ein dunkelhaariger Fremder drin vorkam. Taucher haben den Fluss unterhalb der Brücke an der Old Mohawk Road durchsucht. Ich will, dass die ganze Umgebung des Tatorts durchgekämmt wird. Außerdem will ich, dass Diane in einer Videoaufzeichnung alles nochmal schildert. Eine Videoaufzeichnung? Diese Aufzeichnung soll für die Geschworenen sein, damit wir ihre Aussage für alle Ewigkeit festgehalten haben. Was ist mit der Obduktion? Ah ja, da gibt es schon ein Ergebnis. Auf Shauna wurde zweimal geschossen, einmal von links und einmal von rechts. Zwei Durchschüsse durch Herz und Lunge. Ihre Bewegung nach dem ersten Schuss war nur ein Reflex. Wir haben die 22er-Kugeln sichergestellt, die der Arzt rausoperiert hat. Samt Pulverspuren und Knochensplitter. Das war ganz schön viel. Guten Tag. Was sagt Mrs. Downs zu dem Fall? Mrs. Downs wurde von Nowinski gebracht. Was ist mit den beiden Kindern? Die Leute wollen wissen, ob die Kinder durchkommen. Karen und Robbie sind auf dem Wege der Besserung. Weiß Mrs. Downs von dem Tod ihrer Tochter schon? Ja, sie weiß es. Hat sie schon mit ihren Kindern gesprochen? Nein, noch nicht. Was wissen Sie es tut mir noch? Leid, ich werde haben erwartet. Haben Sie den Mörder schon gefunden? Wir haben immer geglaubt, dass wir in unserem Tal sicher wären, wohlbehütet. Dass wir in einem Paradies leben würden, inmitten von Bergen, Flüssen und Wäldern. Wir hielten uns für etwas Besonderes, immun gegen jegliche Art von Gewalt. Wir kannten alle unsere Nachbarn, oder glaubten es wenigstens. Wir haben geglaubt, Gewalt und Brutalität würde es bei uns nicht geben. Das käme nur in den großen Städten vor. Nun leider mussten wir feststellen, dass das ein schrecklicher Irrtum war. Letzte Nacht wurden wir mit ungeheurer Brutalität aus unserem Traum herausgerissen. Durch einen sinnlosen Anschlag auf drei kleine Kinder. Haben Sie ihn gefunden? Noch nicht. Ich möchte noch ein paar Sachen mit Ihnen besprechen. Wer sind Sie da hinten? Sie sagen nie etwas und beobachten nur alles. Ich bin Frank Josiak. Ich vertrete die Staatsanwaltschaft. Oh. Was ist mit Lou Lewiston? Das haben Sie aus meinem Tagebuch. Sie haben uns schriftlich die Erlaubnis dafür gegeben. Das ist in Ordnung. Ich habe nichts zu verstecken. Nur kommen Sie ja nicht auf die Idee, Lou zu behelligen. Er ist verheiratet.
Lou wohnt also immer noch in Greenville in Idaho, stimmt das? Ja. Er ist der Mann meines Lebens. Wir haben zusammen bei der Post gearbeitet. Wir haben uns schon kurz nach meiner Scheidung getroffen. Und er hat mir gesagt, er würde seine Frau verlassen und zu mir ziehen. Aber er hat's nicht getan. Meine Kinder haben ihn sehr gemocht. Es hat sie sehr mitgenommen, als er nicht mehr zu uns gekommen ist. Ungefähr vor 4 Tagen, da war ich so deprimiert, da bin ich mit den Kindern aufs Land gefahren. Sie waren toll. Sie waren mir eine große Hilfe, weil sie schon so erwachsen und verständig waren. Es war fast so, als ob ich das Kind war und sie die Eltern. Ich habe mir dann einfach gesagt, pfeif auf Luluisten. Wir sind die 4 Musketiere und keiner kann uns auseinanderbringen. So haben wir uns immer genannt, die 4 Musketiere. Ist mein Ex-Mann schon benachrichtigt worden? Ihr Vater hat ihn angerufen. Er ist schon auf dem Weg und wird am Nachmittag hier sein. Oh, ja, wollte ich den Teufel persönlich sehen. Hallo, Robbie. Wie geht's meinem großen Jungen? Hab keine Angst, denn Dad ist hier. Wir werden viel unternehmen, wenn du wieder gesund bist. Okay. Kannst du mich hören? Ich bin's, Daddy. Es wird alles wieder gut werden. Wir sind alle bei dir, Robbie und ich. Deiner Mom geht's gut. Du wirst sie bald sehen können. Es fällt mir so schwer. Es ist so schrecklich. Es sind so tolle Kinder. Wo sind Sie gestern Abend gewesen? Ich bin Elektriker und habe ein Geschäft. Nach Geschäftsschluss bin ich mit meiner Freundin spazieren gegangen. Danach waren wir in ihrer Wohnung und haben ferngesehen. Um 1 Uhr nachts kam der Hausmeister und sagte, mein Schwiegervater wäre am Apparat, meine Kinder seien erschossen worden. Hatten Diane und Sie irgendwelche Waffen? Oder wissen Sie, ob sie jetzt welche hat? Sie hat 3 Schusswaffen. Sie hat einen 38er Revolver, ein Gewehr und eine 22er halbautomatische Ruger. Kann Diane damit schießen? Hm? Kann sie mit einer Ruger schießen? Oh ja. Ich habe ihr gezeigt, wie man damit umgeht, wie man das Magazin wechselt. Sie hat sie oft mitgenommen. Da sie nicht mehr da ist, wird sie sie sicher haben. Wann haben Sie sie zuletzt damit gesehen? Es war vor ungefähr 1/2 Jahr. Ich erinnere mich noch ganz genau. Sie war sauer auf mich, weil ich mich geweigert hatte, die Stereoanlage zu reparieren, wenn sie nicht zurückkommen würde. Wir haben uns dauernd gestritten. Mama! Was ist los? Geh aus dem Weg! Geh vom Wagen weg! Ist das nicht eine Überraschung? Ich will dich nicht sehen, wenn ich nach Hause komme. Lass das, Diane. Dreh jetzt nicht durch. Gib mir die Pistole. Gib her. Los, gib sie mir. Halt an! Bist du verrückt geworden? Gib sofort die Pistole her. Halt an! Halt sofort an! Hört auf! Bitte hört sofort auf! Du hast sie nicht mehr alle. Halt
Willst du mich umbringen? Halt an! Nein! Nein! Danny, wir müssen wieder auf! Danny, es darf dir nichts passieren! Bitte steh wieder auf! Es ist nichts passiert. Danny, wir haben so viel Angst. Meine Danny, hast du dir wehgetan? Oh, das rutscht sich wie ein Ball, hast du nicht. Das war ausgesprochen witzig! Ich gehe zur Polizei und sag denen, was hier passiert ist. Hast du gehört? Die Polizei kam. Da ich nicht wollte, dass sie Schwierigkeiten bekam, habe ich sie weggeschickt. Es ist so, Diane und ich haben uns sehr oft gestritten und wieder versöhnt. Lulu ist... Das bin ich, Sir. Das ist meine Frau Nora. Das ist Frank Josiak von der Staatsanwaltschaft. Und ich bin Doug Welch vom Sheriffbüro Lane County in Oregon. Sollen wir uns nicht hinsetzen? Ah, sicher. Vielleicht wäre es besser, wenn Mrs. Lewiston draußen warten würde. Sie kann ruhig dabei sein. Nora weiß Bescheid. Sie soll bleiben. Ich weiß, dass mein Mann eine Affäre mit Diane Downs hatte. Wir haben uns darüber ausgesprochen. Ich habe ihm verziehen. Wann lernten Sie Diane kennen? Es war im November 1981. Sie war sehr nett und freundlich. Wir haben Briefe zusammen ausgetragen. Sie war schwanger, wissen Sie. Diane war eine Leihmutter. Was war sie? Diane bekam für ein anderes Ehepaar ein Kind. Sie hatte das Ehepaar in einer Talkshow gesehen. Die Frau konnte keine Kinder bekommen und war verzweifelt auf der Suche nach einer Frau, die sich künstlich befruchten ließ. Von dem Mann. Diane hat sich angeboten und hat den Job gekriegt. War sie damals noch mit Boyd verheiratet? Sie lebten schon getrennt. Sie lebte dann in der Klinik in Kentucky, wurde schwanger und bekam das Baby. So wie sie wieder da war, fing das Verhältnis an. Diese Geburt war der glücklichste Augenblick in meinem Leben, das kann ich dir sagen. Die andere Mutter war auch da. Dicke Tränen liefen ihr immer wieder am Gesicht runter. Sie konnte gar nicht aufhören zu sagen, danke, danke. Und der Mann, wo war der? Der Vater? Oh, ja, der hat im Nebenzimmer gewartet. Ich habe das Zeug frisch bekommen. Gefroren ist es nämlich nutzlos. Es hilft nichts. Ich wollte nicht, dass er plötzlich romantisch wird und an die Mutter denkt, die sein Kind unter dem Herzen trägt. Und vielleicht noch anfängt, seine Ehe zu ruinieren. Sag, könntest du vielleicht... Durch eine Spritze. Für mich hört sich das irgendwie traurig an. Das ist aber nicht traurig. Ich könnte doch damit Leuten helfen. Ich weiß, dass ich damit was Gutes getan habe. Ich bringe hübsche Kinder auf die Welt. Es wäre schön, wenn ich dir dabei behilflich sein könnte, aber ich habe mich mit 21 Jahren sterilisieren lassen. Außerdem wollte ich nie Kinder. Weißt du, was ich gerne werden würde? Ärztin. Dann könnte ich viel Gutes auf der Welt tun. Darf ich fragen, ob du einen College-Abschluss hast? Noch nicht, aber es gibt andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich auf eine Abendschule gehe und hinterher dann noch Medizin studiere. Wow! Ich habe schon lange ein Auge auf dich geworfen, Lulu. So einen alten Kerl wie mich? Und ob ich das habe? Soll ich mit dir wetten, dass ich dich diesmal bekomme? Lass mich lieber, ich kann nichts sehen. Du riechst so gut. Du schmeckst auch gut. Ich will deinen Geschmack auf der Zunge haben. Nicht, Diane, lass mich los! Ich sehe nichts, Diane! Geh wieder rüber! Geh rüber! Ich komme von der Straße ab! Bleiben. Wir fahren immer so. Du bist verrückt! Ich finde die Bremse nicht! Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich. Oh, hilf mir! Hilf mir. Lo. Oh, Lo.
Wir steckten in einer Krise, als Diane auftauchte. Hauptsächlich wegen Geld. Ich kam nicht von ihr los. Ich hab's mehrere Male versucht. Ich liebe Nora, ich wollte bei dir sein. Ich wusste nur nicht, wie ich von Diane wieder loskommen sollte. Wir werden einen Weg finden, Lou. Einen Weg, das große Haus zu bauen, von dem ich träume. Ich hab's dir doch mal aufgezeichnet. Großes Wohnzimmer, Sauna, Whirlpool. Was ist mit deinen Kindern? Och, die sind im Seitenflügel gut aufgehoben. Außerdem haben wir ein Kindermädchen. Oh, raubst du eine Bank aus? Nein, ich habe vor, eine Klinik für Leihmütter aufzumachen. Ist das nicht gut? Du glaubst ja gar nicht, wie viel die Klinik in Kentucky für mein Baby bekommen hat. $40,000. Und was habe ich dafür gekriegt? $10,000. Lass das, Diane. Deine Kinder können jeden Augenblick reinkommen. Um meine Kinder brauchst du dich nicht zu kümmern. Die sehen sich bei den Nachbarn einen Fernsehfilm an. Ich gehe jetzt lieber. Nein. Gib mir meinen Gürtel wieder. Ich habe eine Überraschung für dich. Willst du sie sehen? Ich habe Nora versprochen, pünktlich zu sein. Ich habe deinen Namen unter die Rose setzen lassen. Was hast du denn da? Wie kommst du denn auf? Ich bin eine Frau, Lou. Ich will nur dir gehören. Und wenn jemand versuchen sollte, mich anzufassen, wird er deinen Namen sehen. Den Namen meiner großen Liebe. Du wirst dir auch eine machen lassen. Hier auf deiner Schulter. Eine tätowierte Rose mit meinem Namen drunter. Diane, ich habe dir schon so oft gesagt, dass ich meine Frau liebe. Ich habe nicht den Eindruck, dass du deine Frau sehr liebst. Lou, meine Kinder lieben dich. Ich kenne deine Kinder doch kaum. Sie sind nett. Sehr lieb. Aber ich sehe sie kaum. Ich will nicht ihr Vater sein. Du brauchst doch nicht ihr Vater zu sein. Ich will nur, dass du mich liebst und dich um mich kümmerst. Können Sie mit Waffen umgehen? Ich habe kein Interesse an Waffen. Nach dem Mist in Vietnam. Wo waren Sie, als der Mord passiert ist? Ich war bei Freunden unten in Sutz. Wir waren da fast bis Mitternacht. Wir haben dafür eine Menge Zeugen, wenn Sie das interessiert. Hören Sie, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Diane wirklich kennt. Sie hat eine Ruger, eine 22er. Ich habe sie im Kofferraum gesehen, am Tag, bevor sie nach Oregon zog. Sie hat auf ihre Kinder geschossen. Da bin ich mir ganz sicher. Wie geht es ihr, Doktor? Wird sie wieder gesund? Wir wissen jetzt, dass Karen einen Gehirnschlag auf der rechten Seite gehabt hat. Das kommt wahrscheinlich von dem hohen Blutverlust. Eine Seite ist gelähmt. Sie kann den linken Arm nicht bewegen. Und sie kann nicht sprechen. Wird sie das ihr Leben lang haben? Sie ist noch jung, Frank. Ich hoffe, ihre Sprechfähigkeit wird umprogrammiert und von der anderen Gehirnhälfte übernommen. Weiß sie, wer es getan hat? Wer sie umbringen wollte? Ja, ich habe den Eindruck, dass sie es weiß. Aber sie hat ein Trauma. Ehrlich gesagt weiß man überhaupt nicht, wie lange es noch dauern kann, bis sie einigermaßen wieder das ausdrücken kann, was sie möchte. Sie werden weiter mit ihr arbeiten? Aber sicher doch. Was ist mit Robbie? Unverändert. Wird er jemals wieder laufen können? Frank. Ich weiß nur, dass Robbie knapp 3 Jahre alt ist und seine Wirbelsäule nicht mehr heil ist. Was ist, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird? Wie können wir sie von den Kindern fernhalten? Daran habe ich schon gedacht. Frank, haben Sie sich schon mal überlegt, was passieren könnte, wenn sie mit den Kindern allein ist? Wenn sie nun abhauen würde, zum Beispiel nach Mexiko, dann wären wir nicht mehr zuständig. Was ist mit der Katze? Das habe ich ganz vergessen. Erfolg auf der ganzen Linie. Wir haben die Katze gesund und wohlbehalten bei der Nachbarin gefunden. Das hat nicht in Ihrem Bericht gestanden. Ich kann mir
nicht einmal die Schuhe anziehen. Bestimmt werde ich zur Beerdigung zu spät kommen. Warte, ich helfe dir. Ich bin heute Morgen bei den Kindern gewesen. Ja? Ich habe ihnen gesagt, was heute ist. Was hast du gemacht? Ich habe ihnen von der Beerdigung erzählt. Diane, das ist doch unsere Aufgabe, ihnen zu sagen, was los ist. Deine Aufgabe war das nicht. Das hättest du mir überlassen müssen. Einen Moment. Ich habe mit der Psychiaterin gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass es sehr wichtig wäre, wenn... Mit der Psychiaterin gesprochen? Du hast bestimmt ein Verhältnis mit ihr, so wie du mit jeder Frau ein Verhältnis hast, der du begegnet bist. Das ist eine absolute Lüge. Das sagst du nur, um deine Affären zu rechtfertigen. Wir sollten eines klarstellen. Das sind meine Kinder. Du hast wohl vergessen, dass du sie nicht haben wolltest. Vielleicht habe ich mich nicht genug um sie gekümmert, aber ich liebe sie trotzdem. Wenn wir schon mal beim Thema sind, dann möchte ich dich fragen, wieso du mitten in der Nacht mit drei Kindern im Auto durch die Gegend fährst. Wir sind spazieren gefahren. In der Nacht? Die Kinder und ich lieben Abenteuer. Und warum hast du mit drei Kindern im Auto angehalten? Ich dachte, er wäre verletzt gewesen, er hätte Hilfe gebraucht. Ist dir eigentlich klar, dass alles deine Schuld ist? Nicht anverstanden. Jonah könnte noch am Leben sein, wenn du in Idaho geblieben wärst. Raus. Was ist nur in dich gefahren? Warum hast du das gemacht? Lass, dass du wegkommst! Kommen Sie mit! Hören Sie auf! Lassen Sie mich los! Ich muss dir noch eine Kleinigkeit sagen. Die Polizei hat viele Fragen gestellt, was dich angeht. Ja? Ja, zum Beispiel über die Kugel in unserem Badezimmer. Das wird dir überhaupt nicht interessieren, du Idiot! Schon gut. Für das weiße Kleid entschieden haben und nicht für das rote, an das ich zuerst gedacht habe. Jonah war so ein liebes Mädchen, sie hat das weiße Kleid verdient. Wie geht es Ihnen, Diane? Es geht so einigermaßen. Wir haben eine Kamera dabei. Könnten wir uns vielleicht einen Moment unterhalten? Oh, ja gut. Danke. Diane, wissen Karen und Robbie, dass ihre Schwester tot ist? Ja. Ich will keine Geheimnisse von meinen Kindern haben. Ich habe Jonah noch nie so ruhig gesehen. Nicht mal, wenn sie geschlafen hat. Wie stehen Sie zu den polizeilichen Ermittlungen? Ich versuche, mich zusammenzunehmen, damit ich mich nicht verrückt mache. Es fällt mir schwer. Ich weiß, die Polizei hat es eine Woche zur Verfügung gehabt, aber der Verbrecher müsste längst gefasst werden. Schluss jetzt. Vielen Dank. Danke, Diane. Das war sehr freundlich von Ihnen. Mrs. Downs. Mrs. Downs, Sie dürfen da nicht rein. Für Mr. Lawrence wurde ein Paket abgegeben. Mrs. Downs, ich muss das erst mit Frank Jelziak besprechen. Mrs. Downs. Mrs. Downs. Wo ist Robbie? Ihr Sohn ist verlegt worden. Robbie wurde nach unten verlegt. Und Sie? Sind Sie etwa den ganzen Tag hier? Eine Stunde morgens und eine abends. Ich habe Karin die Puppe mitgebracht. Es war meine Lieblingspuppe. Ich dachte, sie würde ihr gefallen. Sie hat ihre eigenen Spielsachen. Sie kann ihre Puppe behalten. Ganz ruhig, Karin. Ich verbiete Ihnen, sich weiterhin in das Leben meines Kindes einzumischen. Halten Sie sich daran. Es ist alles in Ordnung, Schätzchen. Ich lasse nicht zu, dass man uns auseinanderbringt. Wir werden Robbie holen und wir werden bald alle zusammen zu Hause sein. Okay, ich verspreche es dir. Ich hole sie raus. Ich werde sie hier rausholen.
genau, was hier vor sich geht. Ihr verbreitet Lügen über mich. Ich hab's gehört. Niemand wird mir verbieten können, meine Kinder zu sehen. Sie bleiben nicht ewig hier im Krankenhaus. Und ich werde immer gesünder und stärker und ich werde es schaffen. Mrs. Downs, bitte beantworten Sie auch nicht lange ein paar Fragen. Wie geht es Robbie und Karen? Die letzten 2 Wochen waren sehr schwierig für mich. Wahrscheinlich wird Robbie nie wieder laufen können. Aber ich glaube nicht daran. Und ich bin überzeugt davon, dass Karen wieder sprechen wird. Sobald sie wieder bei mir zu Hause sind und ich ihnen die Liebe geben kann, die sie brauchen, werden sie wieder gesund werden. Haben Sie Angst, Diane? Selbstverständlich habe ich Angst. Solange der Killer hier noch draußen frei herumläuft. Das ist ein Wahnsinn. Aus dem ganzen Land rufen Leute an, schreiben Briefe. Überall stellen die Leute dieselbe Frage, warum die Polizei den Mörder noch nicht gefunden hat. Was sagen Sie dazu? Ich weiß selber nicht, wieso das so lange dauert. Ich weiß nur, dass es... Das reicht dir. ...furchtbar ist. Was ist mit Ihrem Arm? Oh. Mom, kannst du das halten? Er hat operiert werden müssen. Es musste ein Blutgerinnsel entfernt werden und Knochensplitter an der Wunde. Sie haben mir ein Stück von meinem Beckenknochen dafür entfernt. Und in meinem Arm habe ich eine Metallplatte, die alles zusammenhält. Wird Diane bei Ihnen wohnen? Kein Kommentar. Selbstverständlich werde ich bei meinen Eltern wohnen, da ich noch immer Angst habe, alleine zu bleiben. Diane Downs wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Die Polizei hat noch keine weiteren Spuren, wieso die zur Aufklärung des Falles führen. Weil sie uns was vorspielt. Sie ist sehr fotogen, die Kameras bringen sie gut raus. Sie haben fast alle Kinder und solange der Mörder frei herumläuft... Das ist das, was sie braucht. Sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, darauf hat sie gewartet. Ich kann einfach das Bild nicht loswerden, wie... Ich sehe es genau. Ich sehe mein kleines Mädchen genau. Karens große Augen sehen mich unverwandt an, sie flehen mich durch die Heckscheibe an. Ich soll ihr helfen. Sie waren jetzt alle Was hat sie gesagt? Für eine Mutter ist, dass Karen sie unverwandt durch die Heckscheibe angesehen haben soll. Draußen war es stockdunkel. Niemand kann ermessen, die Innenbeleuchtung war im Wagen an. Da hat sie doch draußen unmöglich was erkennen können. Wir fordern von der Polizei, dass wie kann sie ihre Mutter draußen gesehen haben, wenn ihre Mutter drin war? Den Mörder so schnell wie möglich hinter Gitter zu bringen. Sie widerspricht sich bei jedem Wort, das sie sagt, und es scheint niemanden zu interessieren. Die ballistische Untersuchung liegt vor. Ein paar von den Kugeln, die wir in Dianes Wohnung gefunden haben, wurden aus der Mordwaffe abgegeben. Würden Sie das bitte nochmal wiederholen? Hier, sehen Sie selbst. Diese Kugeln haben wir in Dianes Schlafzimmer gefunden. Sie waren irgendwann in der Mordwaffe. Und aus irgendeinem Grund tat man sie wieder raus. Man hat sie geladen und wieder entladen? Genau. Die Waffe hinterlässt charakteristische Spuren auf einer Kugel. Und genau diese Spuren haben wir auf den Kugeln gefunden, die wir am Tatort gefunden haben. Das ist ein Beweis. Aber ich weiß nicht, was die Geschworenen dazu sagen. Das bringt sie aber doch unweigerlich mit dem Mord in Verbindung. Es wird Zeit, dass wir einen Haftbefehl ausstellen. Das wird doch die Geschworenen völlig verwirren. Ja. Diane, Telefon für dich. Ein Ferngespräch. Hallo? Geht's dir gut? Ich bin aus dem Krankenhaus raus. Bald kann ich schon wieder Post austragen. Und wie geht's dir? Die Polizei war hier unten, Diane. Sie haben mich ganz schön ausgefragt. Ja? Du musst ihnen nicht antworten. Und warum nicht? Ich habe nichts zu verbergen. Die haben mich nach einer Pistole gefragt. Und? Du hattest eine 22er Ruger, das weiß ich. Ja, das war die Ruger von Boyd, aber er hat sie längst wieder zurück. Lüg doch nicht so, Diane. Du hattest sie doch hinten ins Auto gelegt. Nein, du musst dich irren, Lou. Denk mal nach. Ich hatte den Mikrowellenherd, den Fernsehapparat und die roten Tassen, die du mir geschenkt hast, hinten im Auto. Ich hatte den alten 38er, aber auf keinen Fall die Ruger.
Lebst du immer noch mit Nora zusammen? Ja. Ach, sie kann glücklich sein. Du liebst sie. Ich hätte nie jemanden, der mich liebt. Oder liebst du mich? Darauf kann ich jetzt nicht antworten. Was hast du gerade getan? Viel Glück, Diane. Mach's gut. Oh. Schickst du das Band jetzt an die Polizei in Oregon? Als Beweis? Darauf kannst du Gift nehmen. Sie müssen sie so schnell wie möglich bekommen, bevor die da auf ihre Lügen reinfallen. Niemand außer mir kann die Wahrheit aus ihr rausholen. Wenn sie nicht gefasst wird, kommt sie wieder her. Dann bin ich dran. Mit aller Macht werde ich das verhindern. Diese Frau liebt nicht. Sie verschlingt ihre Opfer mit Haut und Haaren. Die Kugel, die wir vor Dianes Haus gefunden haben, können Sie vergessen. Sie ist viel zu kaputt, man kann nichts mehr erkennen. Sie ist vollkommen verrostet. Die Hälfte der Schleifspuren ist nicht mehr zu erkennen. Mit anderen Worten, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Sie wollen wohl am liebsten ein Geständnis. Ich will die Tatwaffe. Ich will einen Fall, an dem es nichts zu rütteln gibt. Wir müssen sie überführen. Der Fall ist für uns erledigt, wenn sie einmal freigesprochen wurde. Einen Moment, ich muss meinen Schuh zubinden. Wie weit laufen Sie so? 16. Was, Meilen? Meilen. Also, was passiert mit den Kindern, wenn wir vor Gericht gehen und nicht genügend Beweise haben? Sie nimmt sie an die Hand und kann hingehen, wohin sie will. Ja, sie werden bald aus dem Krankenhaus entlassen. Wie beschützen wir sie dann? Wir legen dem Jugendgericht alles vor, was wir haben. Wir versuchen ihnen klarzumachen, dass diese Frau ihre Kinder nicht bei sich haben darf. Glauben Sie, dass wir das durchkriegen? Es ist doch so, dass Karen genau weiß, was passiert ist. Da bin ich ganz sicher. Die Ärztin sagt, dass wir eine kleine Chance haben, dass Karen uns alles mitteilt. Bis es soweit ist, müssen wir sie von ihrer Mutter fernhalten. Haben Sie eine Ahnung, wie lange das bei Karen noch dauern könnte? Wir müssen abwarten. Wir dürfen sie nicht unter Druck setzen. Die Sympathie der Öffentlichkeit ist ganz auf Dianes Seite. Wir dürfen keine Fehler machen. Hey! Vielleicht hat Diane die Ruger in einen Beutel getan und sie in den Fluss geworfen. Sie ist dann den Fluss hinabgetrieben. Oder vielleicht hat sie die Waffe zur Post gebracht und sie an eine falsche Adresse geschickt. Geht dem mal nach. Finden Sie heraus, was mit unzustellbaren Paketen passiert. Hm? Ich brauche jetzt eine Pause. Gehen Sie mit zum Essen? Ich esse mittags nie was. Tag. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Oh, vielen Dank. Guten Tag. Willst du eine Praline? Ich verzichte. Halt! Warten Sie einen Moment. Ich habe gesagt, Sie sollen warten. Ah, Kleines. Wie geht's dir, meinem kleinen Mädchen? Haben sie dir viele Fragen gestellt? Ach, vergiss es. Leg das Ding da weg. Sieh mal, was ich beim Aufräumen in Shaunas Sachen gefunden habe. Ein Herz, das sie mir gemacht hat. Schön, wie sie das geschrieben hat. Ich hab dich lieb, Mom. Ich habe mir überlegt, dass ich euch vor ein paar Wochen dieses Einhorn geschenkt habe. Es heißt doch, dass ein Einhorn niemals stirbt. Also ist Shauna auch nicht gestorben. Wir bleiben die vier Musketiere. Du wirst bald nach Hause kommen können. Robbie natürlich auch. Und alles wird wie früher. Du hast da meinen Lippenstift.
werden wir nicht mehr dauernd von diesen Aufpassern beobachtet werden. Ich will, dass Sie die Wachen aus Karens Zimmer abziehen. Die wurde angeordnet. Haben Sie eine Ahnung, was das für eine Mutter bedeutet, wenn sie ihr Kind sehen will und sie bewacht wird, als ob sie ihm was antun würde? Ich will mit meinem Kind sprechen und dauernd steht einer da und hört zu, was ich sage. Mein eigenes Fleisch und Blut. Ich will Ihnen mal was sagen. Das sind meine Kinder und ich liebe sie. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um sie zu retten. Ich habe meine blutüberströmten Kinder ins Krankenhaus gebracht. Haben Sie eine Ahnung, wie das war? Nein, das haben Sie nicht. Wie Karen da saß und Blut überall, wo man hinsah. Die Geräusche und wie es gerochen hat. Es war furchtbar. Robbie hat dauernd geweint. Er hat gar nicht mehr aufgehört. Die ganze Zeit hat er vor sich hingewimmert, sanft und leise. Ohne Unterbrechung. Wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre ich durchgedreht. Stattdessen habe ich ein Handtuch genommen, habe meinen Arm verbunden, damit die Blutung stoppt und bin so schnell wie möglich hierher gefahren. Ich bin gefahren wie eine Verrückte, weil jede Sekunde zählte. Sie glauben mir kein Wort. So wie alle anderen Männer. Ja. Ich war 12, als das mit Männern angefangen hat. Männer. Ein erwachsener Mann. In der Zeit habe ich gelernt, mich nie einem Erwachsenen anzuvertrauen, weil sie einen doch nur kaputt machen. Ich bin mit ihm aufs Land gefahren. In seinem Wagen. Es war sehr heiß. Plötzlich sagte er, zieh deine Bluse aus. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Aber ich hab's getan. Dann forderte er mich auf, den BH auszuziehen. Ich war damals sehr schüchtern und deshalb habe ich ganz schrecklich angefangen zu schreien. Ich habe lauter und immer lauter geschrien. Ich versuchte, die Tür aufzumachen, weil ich weglaufen wollte. Aber er ist mir zuvorgekommen und hat mich festgehalten. Und die Tür verriegelt. Und genau in diesem Moment werden wir von der Polizei aufgespürt. Wir mussten an den Straßenrand fahren und ich fing an, so schnell wie möglich meine Bluse wieder zuzuknöpfen. Aber der Polizist sah zum Fenster rein. Er sah mich an und fing an, sofort mich auszufragen. Er sah, dass ich geweint hatte, aber ich fing an, irgendwas zu erzählen. Ich wäre beim Arzt gewesen und hätte Schmerzen. Als der Mann auf meine Kinder geschossen hat, dachte ich, ich säße wieder in einem Auto. Eingesperrt von einem Mann. Ihm ausgeliefert. Hilflos. Ich war gefangen. Mein ganzes Leben habe ich Männer gehasst. Ich hasse sie zutiefst. Jetzt sage ich Ihnen noch was. Damals bei Robbie, als ich wieder schwanger werden wollte, bin ich einfach losgezogen, um einen Typen zu finden, der mir gefiel. Einen gut aussehenden jungen Mann. Für sowas geeignet. Ich habe ihn einfach verführt. Ich kenne meinen Zyklus und wusste, dass es sofort klappt. Kinder brauchen keinen Vater, der ist überflüssig. Karen weiß das genau. Sie könnte über ihren Vater was erzählen. Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Karen kennt die Wahrheit. Sie weiß genau, was passiert ist. Sie weiß, wer geschossen hat. Wenn sie widersprechen kann, wird sie mich entlasten. Das wird sie bestimmt. Ist, hast du wieder geträumt? Wo willst du hin?
Ich muss die Pistole finden. Es ist mitten in der Nacht, 3 Uhr früh. Wenn ich die Pistole nicht finde, sind die Kinder verloren. Verdammte Pistole finden. Ich war schon im Bett und da fiel mir ganz plötzlich ein, dass hier irgendwo ein Abhang sein muss. Ja, den können Sie vergessen. Da ist nichts. Wir sind zwei. Wir beschäftigen uns mehr mit Diane Downs als mit unseren eigenen Ehefrauen. Diane Downs ist komplett verrückt. Für mich ist die nicht mehr zurechnungsfähig. Völlig irre. Ja. Und diese Verrückte kriegt bald ihre Kinder wieder. Ihr müsst aufhören. Bleiben Sie doch da nicht stehen. Sie erinnern sich vielleicht noch an Cynthia und Mark. Und das ist Ross. Guten Tag. Das ist Mr. Joseph. Freut mich sehr. Ich bin Frank Joseph. Guten Tag. Das ist mein Sohn, Bobby. Glück, Bobby. Mr. Joseph. Erinnerst du dich noch an Rosalind? Tag, freut mich, Sie zu sehen. Wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Ich freue mich, dass Sie uns wieder mal besuchen. Stellen Sie sich vor, Mrs. Slavin hat in ihrem Leben schon über 200 Kinder für uns aufgezogen. Ich habe mit den Kindern besprochen, ob wir Robbie und Karen bei uns aufnehmen sollen. Wir haben uns entschieden, dass wir uns um sie kümmern wollen. Wie schön. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wir müssen sicher sein, dass wir einen guten Platz für die Kinder haben, wenn das Jugendgericht entscheidet, dass sie nicht zur Mutter sollen. Aber es wird nicht so einfach für sie sein. Wir wollen zwar den Kindern helfen und versuchen, alles für sie zu tun, aber keiner von uns darf in irgendeiner Weise versuchen, die beiden in dem, was in der Nacht passiert ist, zu beeinflussen. Ich verstehe. Wir werden das berücksichtigen. Ich bin der Anwalt von Mrs. Downs. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Wird man Sie verhaften? Mich verhaften? Das ist doch wohl völliger Unsinn. Wir werden dieses Urteil anfechten. Dann wird es eine Frage der Zeit sein, wann die Kinder wieder bei der Mutter sind. Shauna ist nicht mehr bei mir. Und jetzt sind Robbie und Karen auch nicht mehr da. Ich darf sie nicht einmal sehen. Sie werden bei irgendwelchen fremden Leuten wohnen, die ich nicht einmal kenne. Ich halte das nicht für richtig. Wir werden jetzt keine weiteren Fragen mehr beantworten. Sehr gern. Die Leute wollen wissen, warum sie nur in den Arm getroffen worden sind. Was für ein Glück, dass das so war. Stellen Sie sich vor, ich wäre in den Bauch geschossen worden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich will Ihnen was sagen. Das, was mir passiert ist, könnte jedem Einzelnen von Ihnen auch passieren. Die Polizei hat Zugang zu meinem Haus, zu allem, was ich besitze. Lasse alle Tests über mich ergehen. Ich habe ihnen sogar meine Tagebücher und Briefe gegeben. Das heißt doch wohl was. Sie haben keinen Grund, mich zu verdächtigen. Es ist nur so, dass sie nicht zugeben wollen, dass sie sich geirrt haben. Und der Steuerzahler muss wieder mal dafür bezahlen, für diese unnützen, unehrlichen Schnüffler, die jeden verdächtigen. Was glauben Sie, was die von Ihnen wollen? Ach, sie wollen, dass ich etwas gestehe, was ich absolut nicht getan habe. Sie haben keine Beweise. Sie können doch keine haben. Denn wie sollen Sie Beweise haben, wenn ich es nicht getan habe? Dürfen wir Ihnen noch eine Frage stellen? Überlassen Sie mir das Reden.
Ich weiß, es tut mir leid. Es ist für mich doch so schon schwer genug. Ich bin, wie ich bin. Wollen Sie meinen Dienst übernehmen? Ich musste heute 9 Meilen ablaufen. Ich bin's nicht mehr gewohnt. Die ganzen Füße sind voll mit Blasen. Wie geht's Ihnen? Es geht so. Der Staatsanwalt will am Tatort noch einige Szenen mit Ihnen nachstellen. Ich habe in Ihrem Namen abgesagt. Im Augenblick brauchen Sie für die gar nichts zu tun. Die haben nämlich ein sehr dürftiges Beweismaterial. Wir wollen noch mal eines klarstellen. Sie sind mein Rechtsanwalt. Ja und? Ich habe Sie engagiert. Ja. Dann schreiben Sie mir nicht vor, was ich tun soll. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Sorgen Sie lieber dafür, dass ich meine Kinder wiederkriege. Keine Sorge, Sie kriegen sie zurück. Diane? Diane! Es ist wichtig, dass wir eine bestimmte Strategie haben. Ja, richtig. Das Ergebnis vom Lügendetektor liegt vor. Sieht nicht gut aus. Ach, jetzt drehen Sie nicht gleich durch. Diese Tests besagen überhaupt nichts. Das war ein geheimer Test. Mhm. Niemand wird davon erfahren. Nur ich rate Ihnen, sich die Polizei vom Leib zu halten. Na klar. Ich bin sehr wütend auf dich. Ich habe im Dunkeln auf dich gewartet, weil ich nicht wollte, dass dein Vater wach wird. Das ist doch mein Geburtstag heute. Ich kann doch nicht nur zur Arbeit gehen und nach Hause kommen und wieder zur Arbeit gehen und wieder nach Hause kommen. Ich möchte doch auch noch ein wenig leben. Du wächst deinen Vater auf. Und wenn schon. Du bist völlig betrunken. Ich rieche deine Fahne. Hier kann man doch nichts anderes tun als denken. Und ich bin es leid, noch irgendwas zu denken. Oh, Daddy. Sieh sie dir an. Sie hat ja fast nichts an. Du hast bestimmt wieder rumgehurt. Warum fragst du? Bist du neidisch? Diane! Diane! Der ist für dich gekommen. Er ist von Karen. Sie hat Robbys Namen auch drunter geschrieben. Du hast ihn aufgemacht? Oh, sie hat wahrhaftig an meinen Geburtstag gedacht. Rosen. Und sie hat sich daran erinnert, dass ich Rosen mag. Das ist doch ein Beweis, findest du nicht? Beweis, dass sie mich liebt. Manchmal glaube ich, die einzigen Menschen, die mich wirklich lieben, sind meine Kinder. Warum schreibst du den Namen nicht auf? Von der Person, die auf euch geschossen hat, auf Shona, dich und Robbie. Ich meine damit, dass du ihn nur für dich selbst aufschreibst. Wenn du willst, kannst du ihn in einen Umschlag stecken und versiegeln. Vielleicht ist das genug für heute. Sie kann ihn ja ins Feuer werfen, wenn sie Lust dazu hat. Das wäre dann ihr Geheimnis und niemand würde es erfahren.
Liegt er für mich da? Willst du, dass ich ihn aufmache? Nein! Ich habe noch mehr mitgebracht. Wie wär's mit Pizza mit Pilzen? Ja. Schokolade-Mokka-Eiscreme und der beste Pott, den man sich vorstellen kann. Und obendrein noch Bananencreme-Torte. Natürlich. Kerzen. Romantisch, hm? Ich muss sagen, Sie überraschen mich sehr. Das ist doch noch gar nichts. Es geht doch erst los. Ich möchte einen Whisky haben mit nur ganz wenig Eis drin, wenn was da ist. Sie haben gesagt, Sie würden nichts trinken. Tue ich auch nicht. Nur wenn ich mich ein wenig entspannen möchte. Nur dann. Wow, haben Sie alle diese Bücher gelesen? Nein, nicht alle. Da hinten sind noch einige, die ich mir noch vornehmen muss. Ich mag Leute, die Bücher lesen. Verzeihung. Ich kann dieses Zeug nicht ausstehen. Aber ich brauche es. Sie glauben nicht, was ich durchgemacht habe. Es ist besser, wenn Sie mir von der Nacht nichts weiter erzählen. Damit ich nicht in was verwickelt werde. Ich halte mich da raus. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich möchte mich nämlich auch aus dem Leben anderer Leute raushalten. Außerdem bin ich immer noch auf einen fixiert. Nämlich Lulu Weston. Mit ihm war ich in Idaho zusammen. Es wird ihm niemand das Wasser reichen können. Ich habe eine Erinnerung an Lou, die immer bei mir sein wird. Was ist das? Ich zeig's Ihnen. Ich liebe rote Rosen. Rote Rosen sind so eine Art Markenzeichen von mir. Na? Was denken Sie jetzt von mir? Sagen Sie es ruhig. Ich denke, Sie sind sehr nett. Ich bin, wie ich bin. Ein kleines Mädchen. Aber ich weiß, wie ich dich richtig glücklich machen kann. Darin bin ich unschlagbar. Ich werde dich auch nicht beißen. Au! Du tust es ja doch. Nur ein klein bisschen.
den Krankenwagen. Du hast mich fertig gemacht letzte Nacht. Ich kann mich kaum noch bewegen. Was ist mit dir? Hab ich dich glücklich gemacht? Was hast du gesagt? Letzte Nacht. Hallo. Ja, ja, es war wirklich sehr nett. Es war wirklich nett. Während ich die Perfektion der Liebe anstrebe. Du verstehst wirklich viel davon. Nur mich stören die Kratzer auf meinem Rücken. Oh Gott, sag bloß, du gehörst zu denen, die wegen ein paar Kratzern auf dem Rücken anfangen zu weinen. Soll ich dir was sagen? Ich konnte nichts dafür. Du hast mich verrückt gemacht. Ich bin spät dran. Gib her die Schlüssel. Welcher davon ist der Haustürschlüssel? Ich mache dir heute Abend was zu essen. Ich werde dir das Badewasser einlassen und dich dann massieren. Ich werde am Rücken anfangen und arbeite mich dann zu den Füßen runter. Ich bin gut an den Füßen. Es wird sehr spät, ich habe noch Konferenz. Ich warte, das macht gar nichts. Ich brauche jemanden, den ich umsorgen kann. Diane, ich hab's dir doch deutlich gesagt. Ich will mich in nichts reinhängen. Ich will das genauso wenig. Das wäre das Letzte, was ich will. Ich finde dich nur ganz einfach interessant. Ich halte dich für sehr intelligent. Ich hoffe, dass das etwas auf mich abfärbt. Na gut, dann gehen wir eben. Diane, okay. Okay. Vergiss bitte eines nicht. Du wirst mich nicht so schnell wieder los. Hier oben bist du drin. Alle meine kleinen grauen Zellen halten dich fest. Du kannst mir nicht entkommen. Ich hab's erreicht. Ich hab meine Kinder gesehen. Ich hab sie alle reingelegt. Die Polizei, die Kriminalbeamten. Die Leute vom Jugendamt, den Psychiater und die ganzen verdammten Richter. Du hättest nur meine Kinder sehen sollen, wie die sich gefreut haben, mich zu sehen. Die haben einen richtigen Luftsprung gemacht. Robbie hat einen Luftsprung gemacht? Ja, in Gedanken. Ich finde, es zählt nur, was in ihrem Kopf vorgeht. Robbie ist zwar gelähmt, aber du weißt doch, wie er ist. Er bewältigt das alles großartig. Erzählst du das jetzt alles der Polizei? Ich weiß Bescheid, Liebling. Du wirst es ihnen bestimmt verraten. Tu dir keinen Zwang an. Ich weiß, dass du der Polizei wieder erzählst, was ich dir sage. Du kannst mir ruhig weiter in den Rücken fallen. Ich tue, was ich muss. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ich hänge jetzt ein. Frank! Frank! Was ist los? Diane hat die Kinder gesehen! Wer hat Ihnen das gesagt? Lou Lewiston rief mich an. Diane war bei den Kindern! Das war ein Gerichtsbeschluss, das ist unmöglich. Karen fängt gerade an, ihr Erinnerungsvermögen wieder zu gewinnen. Sie war mit Diane mehrere Stunden allein. Vielleicht hat sie sie unter Druck gesetzt. Oh Gott, Doug. Wir können noch nicht mal zwei Kinder beschützen. Thank you.
Hast du deine Mutter gesehen? Kann ich dir irgendwie helfen? Willst du mit mir darüber sprechen? Der einzige Grund, warum ich Karen bat, unser Treffen geheim zu halten, war, dass ich die Gefühle der Pflegeeltern nicht verletzen wollte. Es gab keinen anderen Grund. Jedenfalls hat sie mir da erzählt, an was sie sich erinnern kann. Sie weiß noch, dass wir bei meiner Freundin waren. Sie haben also im vollen Bewusstsein einen Beschluss hintergangen, der ihnen verboten hatte, Kinder zu sehen. Boyd Paul hat mir gesagt, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, kann ich meine Kinder sehen. Ich sollte auf meine Kinder verzichten. Und er würde mich fertig machen, wenn ich verraten würde, dass ich die Kinder gesehen habe. Sie kennen Boyd Paul nicht. Er ist durchaus fähig, jemanden zu töten. Er wollte das Sorgerecht, weil er damit meine Zuneigung erkaufen konnte. Meine Zeit in Anspruch nehmen konnte. Auf die Art hätte ich tun müssen, was er wollte. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Ihnen eine Haftstrafe droht, weil Sie den Gerichtsbeschluss hintergangen haben? Euer Ehren, zu diesem Zeitpunkt wäre eine Haftstrafe für meine Klientin nicht durchführbar. Meine Klientin ist im dritten Monat schwanger. Diane, eine Frage bitte. Haben Sie da zwei Mutter zur Verfügung? Hierher bitte. Absolut nicht. Doch mal zur Seite. Von diesem Kind werden mich keine 10 Pferde trennen. Weil es ein Kind der Liebe ist. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Bitte in das Mikrofon. Diane, hör auf. Wer ist der Vater dieses Kindes? Der Name des Vaters wird der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. Seine Identität soll geheim bleiben. Danke. Sie reden zu viel. Sie graben sich selber ihr Grab. Ich habe das alles genau geplant. Ich habe nur Lewiston erzählt, dass Boyd das Treffen mit meinen Kindern arrangiert hat. Ich wusste, dass er mich verpfeift. Ich habe das alles gemacht, damit Boyd auf keinen Fall das Sorgerecht für die Kinder bekommt, was auch passieren mag. Das habe ich ihm gründlich verdorben. Ich bekomme ab heute eine Sonderbehandlung. Sie müssen nett zu mir sein. Ich bin nämlich schwanger. Oh, das ist ja überraschend. Sehen Sie sich das an. Wir haben die öffentliche Meinung jetzt nicht nur gegen uns, weil wir eine Mutter verfolgen, sondern auch noch, weil wir eine schwangere Mutter verfolgen. Das ist kaum zu glauben. Diese Frau ist schwanger. Sie ist komplett übergeschnappt. Sie muss rund um die Uhr beschattet werden. Sie dürfen sie nicht aus den Augen lassen. Wie soll ich einen Mordfall aufklären, wenn wir keine Leute zur Verfügung haben? Wir sitzen auf dem Trockenen. Unsere Mittel sind total erschöpft. Ich weiß wirklich nicht, wie wir ohne Unterstützung den Fall aufklären sollen. Dann machen Sie doppelte Schicht. Tada! Sehr hübsch. Schöne Farbe. Sieh her. Du gibst das Geld aus, als ob du es drucken könntest. Ich brauchte ein Schwangerschaftskleid. Ich passe schon in kein Kleid mehr rein. Setz dich hin, wir wollen mit dir reden. Ja, du gehst dauernd einkaufen. Du gibst dein ganzes Geld aus, was du verdienst. Man weiß gar nicht, was du als nächstes vorhast. Fang doch nicht schon wieder an, bitte. Du bist die halben Nächte weg. Betrinkst dich. Keiner weiß, wo du bist, wann du kommst. Dauernd irgendwelche Geheimnisse. Du hast selbst davon ein paar. Sieh dich doch an. Du wirst schwanger und freust dich wie eine grinsende Katze. Ich weiß gar nicht, was in deinem Schädel vor sich geht. Du bist der Letzte, der mich verurteilt und mit dem Finger auf mich zeigen könnte. Sieh dich doch selber an. Denk doch mal, wie du meinen Hund erschossen hast. Kannst du nicht aufhören, immer wieder von den alten Sachen anzufangen? Ich musste ihn erschießen, weil er gelähmt war. Du redest dummes Zeug. Pass auf, was du sagst. Ich passe auf, was ich sage. Das ist kein dummes Zeug. Meine ganze Jugend war ein Albtraum. Voller Angst habe ich an den Augenblick gedacht, wenn du von der Arbeit nach Hause kamst. Hör auf, Diane. Was ist denn los? Sieh mal, was du angerichtet hast. Immer werde ich beschimpft. Warum ist er nicht mal schuld? Warum denn immer ich? Diane! Musst du wohl sofort mein Haus verlassen. Du bleibst keine Sekunde länger hier. Daddy! Hör auf! Mach, dass du rauskommst! Lass mich in Ruhe! Verschwinde, ich sag's dir nicht einmal! Lass mich in Ruhe! Ich meine es ernst. Daddy! Hast du verstanden? Daddy, reg dich doch nicht auf! Du machst sofort die Tür auf! Ich will, dass du die Tür aufmachst! Verschwinde! Hör auf damit! Ach, ich will dich hier nicht mehr länger sehen! Raus, habe ich gesagt! Du willst immer auf mir rumhacken! Aber ich lass mir von dir nicht mehr sagen, was ich tun soll oder nicht!
Oh, warum hört ihr denn nicht endlich auf? Willst du mir mal sagen, wo ich hingehen soll? Es ist mir ganz egal, wo du hingehst. Ich hab doch keine Freunde. Ich hab doch niemanden. Raus, hab ich gesagt. Daddy! Lieber Lou, niemand kann den leeren Platz in meinem Bett und in meinem Herzen ausfüllen. Ich habe den Eindruck, dass du mich verzaubert hast. Deshalb muss ich dich auch wiedersehen. Ich bin froh, dass ich zu dir gefahren bin, auch wenn es nur für einen Tag war. Ich musste wissen, ob es wirklich aus war zwischen uns. Ich musste wissen, ob du genauso Sehnsucht nach mir hattest, wie ich nach dir. Hey, Lou! Geht's dir gut? Es geht mir gut. Warum kommst du hierher? Du hast mir die Kette geschenkt. Ich meine, ohne die Liebe, mit der du sie mir um den Hals gelegt hast, bedeutet sie mir nichts. Ich will sie nicht mehr behalten, wenn du mich nicht mehr willst. Wenn es so ist, gebe ich sie dir wieder. Ich kann sie nicht aufmachen. Kannst du sie bitte aufmachen? Jetzt mache ich dasselbe, was du damals gemacht hast. Ich weiß noch, wie du sie mir um den Hals gelegt hast und gesagt hast, du bist meine Frau. Du bist mein Mann, Lou. Was immer auch passieren mag, wo immer du sein wirst, du bleibst immer mein Mann. Ich bin extra aus Oregon hierher gekommen, um dir das zu sagen. Es ist aus zwischen uns. Ich habe es dir schon mal gesagt. Was habe ich denn falsch gemacht, Lou? Du hast nichts falsch gemacht. Ich kann nur nicht der Vater von deinen Kindern sein. Es sind liebe Kinder. Ich weiß, du denkst, sie würden dich belasten. Ich weiß, wie sie sind, aber ich will keine Kinder. Ich wollte noch nie Kinder haben. Selbstständig! Lou! Lou! Hör dir das mal an, Lola. Mhm. Sie... Warte noch einen Moment. Ich muss nur die Sache mit dem Umweltschutz fertig machen. Hör zu, sie... Sie hat genau 6 Tage vor der Schießerei das Einhorn gekauft. Am Freitag ließ sie das Datum 13. Mai eingravieren. Ich nehme an, dass das Einhorn zum Gedenken an die Kinder gekauft wurde. Vielleicht wollte sie die Kinder an dem Freitag, dem 13. sterben lassen und irgendetwas ist dazwischen gekommen. Sie musste verschieben. Wie kann eine Mutter das tun? Ich meine, das ist doch ein ganz natürlicher Instinkt, dass eine Mutter ihr Kind beschützen will. Ich weiß, aber das Tagebuch verrät einiges. Alles, was sie erlebt hat, hat sie im Detail eingetragen. Hier steht alles wie... Menstruation, Einkäufe, Wetter und wie es bei der Arbeit gewesen ist. Die Kinder und Lou, ihre Sorgen und Lou und Lou und Lou. Und der letzte Tag? Überhaupt kein Eintrag. Sie hat lediglich das Datum hingeschrieben, Donnerstag, den 19. Mai. Da oben hin. Der Rest blieb einfach leer. Sie ist die Mutter dieser Kinder.
Wieso? Wieso, um Gottes Willen, konnte sie sowas tun? Willst du meine Meinung hören? Diane hat ihre Kinder geopfert, weil sie sonst Lou Lewiston verloren hätte. Lou wollte kein Vater sein. Es ist soweit, Diane. Ah. Na dann. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, mit Ihrem Anwalt zu sprechen. Er kann bei Ihrer Vernehmung anwesend sein. Und bei der Vernehmung der Zeugen. Wenn Sie aus finanziellen Gründen keinen Anwalt nehmen können, wird Ihnen ein Pflichtverteidiger zur Verfügung gestellt. Ist Ihnen klar geworden, welche Rechte Sie haben? Ja. Verzichten Sie trotzdem darauf, einen Anwalt anzurufen? Ja. Kann ich einen Kaugummi aus meiner Tasche haben? Danke. Liegt noch irgendwas im Auto? Mein Tagebuch. Stellen Sie das bitte sicher. Sieht fast so aus, als ob Sie erleichtert sind, dass Sie verhaftet werden. Wenn ich schon nicht weiß, wo ich hingehen soll, kann ich auch ins Gefängnis gehen. Die Staatsanwaltschaft ruft Lou Lewiston in den Zeugenstand. Sprechen Sie mir bitte nach. Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen. Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen. Dass ich die Wahrheit sagen werde. Dass ich die Wahrheit sagen werde. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Ich habe damals im Postamt gearbeitet und war praktisch mit ihr jeden Tag zusammen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Nach einiger Zeit hatten wir ein Verhältnis. Sie waren verheiratet? Ja, Sir. Sind Sie noch verheiratet? Ja, Sir. Können Sie uns erzählen, wie es war, als Ihre Frau hinter das Verhältnis kam? Diane hat mich damals sehr unter Druck gesetzt. Sie bedrängte mich immer. Wann lässt du dich von deiner Frau scheiden? Wann tust du dies? Wann tust du das? Ich stand zwischen den beiden und hatte keine Ahnung davon, was ich eigentlich selber wollte. Was hatten Sie für eine Beziehung zu den Kindern? Ich habe ihr gesagt, dass ich kein Interesse hätte, die Vaterstelle bei den Kindern zu übernehmen. Ich wollte nie Vater sein und das hat sich bis heute nicht geändert. Sagen Sie dem Gericht, was in der Zeit passierte, als sie sich entschlossen hatte, von Idaho wegzuziehen. Sie hat mich bedrängt, ich sollte mein Haus verkaufen und nach Oregon ziehen. Ein paar Tage bevor sie wegzog, hat sie mir eine 22er Ruger zur Verfügung stellen wollen. Sie sagte, ihr Mann hätte gedroht, dass er mich zusammenschlagen wollte. Sind Sie auf das Angebot eingegangen? Zuerst wollte ich sie nehmen. Aber ich hab's mir überlegt. Hat sie aus Oregon was von sich hören lassen? Sie rief jeden Tag an, sie schrieb mir jeden Tag. Ich bin nicht mehr ans Telefon gegangen und hab die Briefe wieder zurückgeschickt. Ich hatte mich mit meiner Frau versöhnt. Was war mit Diane? Wenn ich ehrlich bin, war ich froh, dass ich sie los war. Haben Sie die Waffe noch mal wiedergesehen? Ja, sie hat hinten in ihrem Auto im Kofferraum gelegen. Eine 22er Ruger. Haben Sie gewusst, dass Diane Downs sich eine Rose auf die linke Schulter tätowieren ließ? Sie wollte immer, dass ich mir auch eine tätowieren ließ. Eines Abends, als ich zu viel getrunken hatte, willigte ich ein. Aber ich habe mich geweigert, ihren Namen darunter zu setzen. Und haben Sie inzwischen einen Namen unter der Rose stehen?
Ja. Und welchen? Den Namen meiner Frau, Sweet Nora. Ich hätte schwören können, dass das Kind gestern auf die Welt kommen wollte. Ja, es schlug richtig Purzelbäume. Das Baby gibt mir wirklich Kraft zum Leben. Das wird heute ein großer Tag für Sie. Denken Sie, dass Sie aussagen können? Ich kann es nicht abwarten, bis ich der Welt die Wahrheit ins Gesicht sagen kann. Ich habe lange gewartet, bis ich endlich hier sitzen konnte. Ich habe es kaum abwarten können. Endlich kann ich sagen, wie alles wirklich passiert ist. Ist Ihnen bewusst, dass Sie während meiner Vernehmung dauernd lachen? Nein, das liegt nicht in meiner Absicht. Und warum lachen Sie dann? Weil Lachen und Weinen zwei Gefühle sind, die eng zusammengehören. Mein Vater hat mich sehr streng erzogen. Er sagte dauernd, man soll aufpassen. Das Lachen war verboten und Weinen erst recht. So lernt man sehr früh, dass man seine Gefühle unterdrückt. Hat Ihr Vater Ihnen gegenüber jemals Gefühle gezeigt? Zärtlichkeit oder Fürsorge? Nein. Wie war's mit Ihrer Mutter? Nur als ich klein war. Und Boyd Paul? Am Anfang ja. Am Tag unserer Hochzeit hörte das wie ein Wunder sofort auf. Ich dachte immer, dass mein Vater schon schrecklich war. Aber er war nichts im Vergleich zu Boyd Paul. Und Ihre Kinder? Oh, Kinder kann man nicht mit anderen Menschen vergleichen. Vom Tage der Geburt an brauchen sie dich. Sie schreien nach dir. Sie kümmern sich nicht darum, was der andere will. Was für eine Mutter waren Sie? Im ersten Jahr musste ich lernen. Und in den nächsten Jahren war ich eine miserable Mutter. Ich habe mit Boyd dauernd Krach gehabt. Wenn Boyd dann abhaut, ist Karen zu mir rübergekommen, aber ich schrie sie nur an. Shauna hatte dauernd was angestellt. Mit ihr musste ich ständig schimpfen. Was haben Sie dagegen getan, dass Sie eine schlechte Mutter waren? Ich habe damit aufgehört. Diane, haben Sie je einen Mann so geliebt, sei es vielleicht Lou oder irgendeinen anderen Mann, dass Sie ihm zuliebe Ihren Kindern was angetan hätten? Oh, das ist völliger Unsinn. Es ist wahr, ich habe Lou geliebt. Aber der war vielleicht schwierig. Wir haben große Probleme gehabt. Trotzdem habe ich ihn geliebt. Aber wenn ich darüber nachdenke, nein, er war einfach viel zu kompliziert. Wichtiger waren mir die Kinder. Wir sind die vier Musketiere. Nein, wir brauchen keinen Vater, damit wir glücklich werden. Ich muss Sie jetzt noch was fragen, Diane. Die Antwort wird sicher brennend von den Anwesenden hier im Gerichtssaal erwartet. Die Frage lautet, Ihre Reaktion auf die Kassette, die Ihnen hier vorgespielt wurde, hat einiges Unbehagen bei den Zuschauern ausgelöst. Haben Sie das bemerkt? Tut mir leid, aber bei der Kassette denke ich ja nichts Schlechtes. Es war Shaunas Lieblingsmusik. Darum macht sie mich auch nicht traurig. War Ihnen klar, dass Sie den Rhythmus mitgeschlagen haben? Das ist eben meine Art. Damit will ich nicht sagen, dass ich nichts fühle. Vielleicht fühle ich viel zu viel. In meinem Innersten, ganz da drin, bin ich verletzlich und sanft. Aber ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass mich die Leute für schwach hielten und sanft. Sind Sie auf diese Weise mit dem Leben fertig geworden? Ja. Das, was Sie erzählt haben, hat sich das auf Ihre Kindheit bezogen? Ja. Was gehörte alles dazu? Berühren. Nicht reden. Niemand etwas sagen dürfen über das, was mein Vater tat. Es passierte im Haus, in jedem Zimmer.
wenn Mom weg war. Im Auto. Berühren. Meine Brust streicheln. Und meinen ganzen Körper. Wo man Kinder eigentlich nicht anfassen sollte. Als das damals passierte, wie sind Sie damit fertig geworden? Durch Auslöschen. Es existierte nicht. Es hatte nicht zu existieren. Ich weiß, es ist nicht leicht, wenn man das anderen Menschen erklären will. Man muss es erlebt haben, um es verstehen zu können. Es ist wie ein Albtraum. Einfach nicht wirklich. Der einem ganz anderen passiert ist. Haben Sie sich gewehrt? Oder geschrien? Er war mein Vater. Eine Autoritätsperson. Ich konnte überhaupt nichts tun. Ich konnte nichts sagen. Ich saß in der Falle. Total in der Falle. Ohne irgendeine Chance. Du fängst an, die Wut in dich hineinzufressen. Und anstatt denjenigen zu bestrafen, der es verdient hätte, fällt man über sich selber her. Als Sie später Boyd Paul geheiratet haben, hat er doch auch versucht, Sie zu unterdrücken. Haben Sie da auch stillgehalten? Nein. Wir haben gestritten. Meistens habe ich den Kürzeren dabei gezogen. Einmal hat er mich gewürgt, bis ich ohnmächtig wurde. Konnten Sie an sich beobachten, dass diese Belastungen, egal ob sie von Ihrem Vater oder von Boyd Paul herrührten, irgendwelche Auswirkungen hatten? Ja. Nach einer Weile habe ich immer geschrien. Ich habe Karen viel angeschrien. Ich war eine schlechte Mutter. Meine Damen und Herren, seit der Nacht, als auf die Kinder geschossen wurde, hat uns dieses Handtuch zu denken gegeben. Dieses Handtuch hat sich Diane Downs um ihren verwundeten Arm gewickelt. Aber irgendetwas schien daran nicht ganz zu stimmen. Die Blutflecken sind es. Durch die Art und Weise, wie die Flecken verteilt sind, können wir sehen, wie das Handtuch gefaltet war. Sehen Sie hier. Der Blutfleck passt genau auf den. Und der hier passt genau auf den. Damit bleibt ein großer Fleck zurück, der genau auf die Wunde passt. Hier oben ist das Blut durchgegangen. So hat es ausgesehen. Genauso hat Diane Downs das Handtuch zusammengefaltet, um es um ihren Arm zu binden. Jetzt sagen Sie, kann man das Handtuch so zusammenfalten, wenn man nur einen Arm hat? Wenn man dabei ein Auto lenken muss? Während man verzweifelt die schreienden und blutenden Kinder ins Krankenhaus fahren muss? Wenn Sie in Panik nach einem Handtuch greifen und Sie verzweifelt versuchen, sich selbst zu verbinden, würde das dann nicht so aussehen? Andererseits wurde der Verband vielleicht schon in weiser Voraussicht vorbereitet. Es könnte doch sein, dass Diane Downs sich selbst verwundet hat, absichtlich. Und dann später den Arm in das vorbereitete Tuch gelegt hat. Um dann schön ordentlich die beiden Enden des Tuches über den verwundeten Arm zusammenzulegen. Und das alles, während die Kinder im Auto verzweifelt nach Luft rangen. Wir zeigen Ihnen, was in der Nacht passierte. Was wirklich passierte. Das Auto hält an. Nirgendwo ein Fremder zu sehen. Der Rekorder spielt Hungry Like a Wolf. Wir haben die Musik hier im Gerichtssaal vorgespielt. Mrs. Downs hat angegeben, dass sie die Musik die ganze Zeit über gehört hat. Wir haben aber gehört, dass der Zündschlüssel stecken muss, damit die Kassette spielen kann. Was wiederum bedeutet, dass Mrs. Downs die Schlüssel nicht in der Hand gehalten haben konnte, um den Mann abzulenken. Diese Version von ihr ist eine Lüge.
Sie öffnete die Tür. Sie zog am Hebel, um den Kofferraum zu öffnen. Sie öffnete den Deckel. Eine 22er Ruger. Shauna. Sie liegt am Boden. Mrs. Downs nähert sich, die Pistole auf sie gerichtet. Aus einem Reflex heraus öffnet sie die Tür. Sie versucht rauszukommen. Sie fällt hin. Mrs. Downs beugt sich vor, um an die Rückbank zu kommen. Robbie. Vielleicht hat er den Schuss gehört. Er drückt sich mehr in die Ecke rein. Ich nehme an, er schlief. Er wird in den Rücken geschossen. Karen. Karen liebt ihren Mann. Was denkt sie in diesem Augenblick? Wie sieht sie ihre Mutter an, nachdem sie gesehen hat, wie die ihre Geschwister erschossen hat? Die Mutter beugt sich zu ihr, die Pistole in der Hand. Ein Schuss. Sie hebt den Arm. Halt! Noch ein Schuss. Karen sieht ihrer Mutter fest in die Augen. Nie mehr in ihrem ganzen Leben wird Mrs. Downs den Blick dieser Kinderaugen vergessen. Und dann der letzte Schuss. Shauna liegt außerhalb des Wagens. Shauna, ein Kind wurde getötet. Ein kleines Mädchen, das nicht mehr lebt. Und wozu? Weil Diane Downs sich was anderes vom Leben erwartet hat. Robbie im Rollstuhl. Karen wird ihren Arm nicht mehr so benutzen können wie vorher. Das Leben der Kinder wird ab jetzt nicht mehr dasselbe sein. Und sehen Sie sich Diane Downs an. Diesmal wird es für Sie unmöglich sein, sich wieder herauszulügen. Die Rechnung wird diesmal nicht aufgehen. Sie sind eine Mörderin. Eine kaltblütige, egoistische, grausame Mörderin. Die Staatsanwaltschaft ruft die Belastungszeugin Karen Downs in den Zeugenstand. Hier entlang, Karen. Karen, würdest du bitte eine Hand auf die Bibel legen? Sprich mir jetzt bitte nach. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, dass ich die Wahrheit sage, dass ich die Wahrheit sage, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Du darfst dich jetzt hinsetzen.
Würdest du uns bitte deinen Namen sagen? Karen Ray Downs. Wenn ich dir sage, Karen, diese Karte ist schwarz, habe ich dann die Wahrheit gesagt oder lüge ich? Sie lügen. Und du weißt, dass man in einem Gerichtssaal die Wahrheit sagen muss. Weißt du das? Ja. Und du versprichst es zu tun? Ja. Also dann. An dem Tag, als das passiert ist, warst du in der Schule. Als du von deinen Großeltern nach Hause gefahren bist, warst du dann reiten? Ja, ich... Meine Mama, Shauna, Robbie. Willst du uns erzählen, wo ihr hingefahren seid? Wir waren bei Mams Freundin. Was habt ihr da gemacht? Wir haben die Pferde gestreichelt. Zum Zeitpunkt, als ihr weggefahren seid, war es da dunkel oder hell? Dunkel. Weißt du noch, ob ihr im Wagen irgendwelche Musik anhattet? Ja, das Band. Wie war das, als der Wagen plötzlich stoppte? Erinnerst du dich daran? Ja. Dann kannst du mir auch sagen, ob du vor dem Wagen auf der Straße jemanden gesehen hast? Niemanden. Was hat deine Mutter gemacht? Würdest du uns das bitte erzählen? Sie hat an dem Hebel gezogen für den Kofferraum. Nachdem sie ausgestiegen war und den Hebel für den Kofferraum gezogen hatte, hast du sehen können, was sie dann gemacht hat? Nein, weil sie hinten war. Weißt du, ob die Musik noch spielte? Ja. War es das Lied Hungry Like a Wolf? Ja. Ist deine Mutter dann wieder ins Auto gestiegen? Ja. Was hast du dann gesehen? Sie kniet sich hin und hat... Willst du aufhören, Karen? Du hast gesagt, sie hat sich über den Sitz gebeugt. Oh, John erschoss. Hat die Musik noch gespielt? Ja. Was passierte dann? Sie hat sich nach hinten gebeugt und dann... Dann schoss sie auf Robbie. Was geschah, nachdem sie auf Robbie geschossen hatte? Sie drehte sich auf dem Sitz um und hat auf... Ganz ruhig, Karen. Keine Angst, ich bin bei dir. Kannst du dich daran erinnern, wie du angeschossen wurdest? Ja. Wer hat auf dich geschossen? Meine Mom. Hast du deine Mom lieb? Ja. Frank? Frank? Oh, tu mir nichts, ich bin nicht Diane. Weißt du was Neues? Nein, nichts. 30 Stunden sind es jetzt. Wenn nur ein Geschworener auf ihrer Seite ist, kommt sie raus. Oh, ist das wieder dein Zahn? Zahnarzt sagt, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß, was du hast. Während der ganzen Nacht knirschen deine Zähne dermaßen, dass ich schon Angst habe. Glaube mir, das geht jetzt schon seit Monaten so. Red doch mal mit dem Zahnarzt. Es muss doch etwas geben, das dich wieder beruhigt. Ich weiß schon, was mir helfen könnte. Aber das hat nichts mit den Zähnen zu tun.
endlich. Das hat ja ewig gedauert. Mach doch mal Platz hier. Mach dich zurück. Komm mal hier rum. Lass mich mal fahren. Ah, das ist Rayen. Rayen, bitte schauen Sie hier rüber. Auskunft zur Staatsanwaltschaft. Wie glauben Sie, dass das Urteil ausfällt? Ich habe eine Frage. Rayen, hier rüber bitte. Wie fühlen Sie sich, Rayen? Sollte ich mich denn fühlen? Bitte warten Sie doch. Noch ein Fotoskop. Ja, hier rüber bitte. So ist gut. Rayen. Nochmal, danke. Mach doch mal Platz hier. Ich bin überhaupt nicht durch. Scheiße. Sind die Geschworenen zu einem Urteilsspruch gekommen? Ja, Euer Ehren, der Urteilsspruch steht fest. Die Angeklagte möge sich erheben. Zur Anklage der schweren Körperverletzung, Punkt 3 und 5 der Anklageschrift, erkennen wir die Angeklagte für schuldig. Zur Anklage des versuchten Mordes, Punkt 2 und 4 der Anklageschrift, erkennen wir die Angeklagte für schuldig. Zur Anklage des Mordes erkennen wir auf schuldig. Damit wird die Verhandlung vertagt. Genau wie Karen damals aus. Mit den schrägen Augen. Sie hat extrem lange Finger. Sie wird bestimmt mal Pianistin. Die Liebe zur Musik hat sie von ihrem Vater geerbt. Wie lange darf sie bei mir bleiben? Ein paar Stunden, Diane. Und was ist dann? Es kommt auf das Strafmaß an, Diane. Das hängt vom Richter ab. Kleines Baby. In meiner Eigenschaft als Psychiater bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Diane Downs aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörung als gefährlich einzustufen ist. Sie ist ein Soziopath. Damit ist sie auch eine Person, die kein Bewusstsein für das Recht der anderen hat. Sie verfügt über einen wachen Verstand, aber ohne jede Möglichkeit, ihn zu nutzen. Sie ist ein Narziss, der sich stets im Mittelpunkt von allem sieht. Sie bekommt immer, was sie will. Zum Erreichen ihrer Ziele ist es ihr egal, welche Mittel sie anwenden muss oder wer oder was ihr dabei im Weg steht. Sie ist unfähig, wirkliche Liebe zu empfinden. Der Tod eines Kindes ist für mich die größte Tragödie im Leben. Was hätte aus ihm werden können? Wenn es dann auch noch von einem Elternteil aus dem Leben geschickt wird, dann ist das eine Ungeheuerlichkeit. Ich wurde hin und her gerissen zwischen meinen Gefühlen und der Vernunft. Um späteren Begnadigungskommissionen, die diese Verbrechen nicht richtig einschätzen könnten, vorzubeugen, bin ich zu folgendem Urteil gekommen. Zur Anklage der schweren Körperverletzung, Punkt 3 und 5, 20 Jahre. Mit einer Mindeststrafe von 10 Jahren. Zur Anklage des versuchten Mordes, Punkt 2 und 4, 30 Jahre. Mit einer Mindeststrafe von 15 Jahren. Zur Anklage des Mordes, lebenslänglich. Plus 5 Jahre Minimum. Das Gericht hofft, dass die Angeklagte nie wieder freikommen wird. Aus dem Grund ist das Strafmaß so ausgefallen.
lächeln Sie nicht? Sie sehen so traurig aus. Ich bin keineswegs traurig, Diane. Ich bin sehr glücklich. So wie noch nie. Ja, das glaube ich. Das war's dann wohl, Diane. Anzunehmen. Du bist ganz okay, Doug. Ehrlich. Diane Downs brach aus dem Frauengefängnis von Oregon aus. Dabei musste sie einen 6 Meter hohen Zaun überwinden. 10 Tage später wurde sie wieder aufgegriffen und sitzt jetzt im Clinton-Gefängnis für Frauen, einem Hochsicherheitsgefängnis in New Jersey. Dianes Vater wies die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs zurück. Erst kürzlich widerrief Diane ihre Aussage. Ihr Ex-Mann beantragte nicht das Sorgerecht für die Kinder, da er der Meinung war, dass er als alleinerziehender Vater den Kindern nicht das bieten könne, was sie zum Leben brauchen. Der Staatsanwalt und seine Frau adoptierten die beiden Kinder. Dort leben sie heute zusammen als eine Familie. Thank you.